So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei Subi Performance. Eigentlich hatten wir vor 3 Stunden vor, an den Motoren was zu machen, aber wir haben so als YouTuber unter sich immer so viel zu erzählen hier, ne? Mach mal eine Messung nicht. Nein, ich drücke gar nicht. Ja, die machst du warm und dann ist die wieder ungenau. Achso, ja, das kann passieren. Ich habe schon ganz vorsichtig in der Hand gehabt. Wir haben uns über so viel Zeug gerade unterhalten, dass wir eigentlich schon am Motorenbau komplett vorbei waren. Ja, das heißt, wir können jetzt Kaffee trinken, Dackel füllen und wieder nach Hause fahren. Eigentlich wollten wir auch noch einen Espresso gerade trinken, aber jetzt haben wir gesagt, jetzt fangen wir erstmal an. Okay. Ja, aber jetzt müssen wir eigentlich erstmal warten, bis die Uhr wieder kalt ist. Also, 40 Grad. Wir machen heute am Lambo logischerweise weiter. Wir waren ja stehen geblieben im letzten Video bei der Lagergasse. Genau. So, wir haben, glaube ich, korrekt? Ein bisschen Buchsen getestet, wie wir das bohren und so. Genau. Und heute schießen wir endlich die Lagergasse, die, glaube ich, in Part 4 ist oder so, aufs finale Endmaß. Das heißt, Hohn ist angesagt. Hohn, richtig. Dafür hast du ja einen Hohndieter und hast, genau. Das zeigen wir gleich an der Maschine, er hat sich nämlich selber was gebaut. Bisschen was umgebaut. Dafür ist folgendes, wir brauchen um... Pass auf, dass es nicht warm wird, ne? Ja, schön. Warte, ich lege es besser hier. Dafür brauchen wir folgendes, das Maß des Hauptlagers. Das haben wir mit der Messuhr hier ganz elegant ausgemessen. Das ist das Tapfenmaß. Mhm. Dafür, also zu Zeiten, wo ich noch nicht so aktiv durch YouTube beim Motorenbau dabei war, habe ich mir überlegt, Lagerspiel einstellen. So, ne? Ja, weißt du, beim Lagerspiel einstellen denkt man immer irgendwie so, das sind Lagerschalen, das ist eine Welle, eigentlich kann man da nichts einstellen. Plus, ich persönlich würde mir immer denken, dass egal in welches Loch du diese Schalen so reinmachst, der Durchmesser immer gleich bleibt und das Spiel auch. Ist aber nicht korrekt. Nee. Also erstmal hängt es natürlich auch von der Stärke des Lagers an sich ab. Ja, klar, keine und Frage. Und die Vorspannung, die das Lager in dem Loch hat, genau. In der Bohrung. Ja, das meinte ich ja damit, weil angenommen, wir hohen jetzt ja gleich unsere Welle durch. Mhm. So, ne? Das heißt, diese beiden Schalen sitzen hier später so drauf. Mhm. Und wenn wir das Loch größer machen, wo diese Schalen drin sitzen, wird scheinbar tatsächlich auch das Spiel größer. Korrekt. So, ich hätte halt früher immer gedacht, so, weißt du, wenn ich mir so überlege, die haben einen festen Durchmesser gerade. Ach so, ja. So, ne, und dass das nicht so im 100-Millimeter-Bereich wirklich, weil man kann es ja auch so schwer messen. Genau genommen nennt man das den Crush, wie sehr du das Lager eben in dieser Bohrung zusammendrückst. Am Pleuel sieht man das sehr schön. Und beim Pleuel ist es halt auch so, dass das nicht statisch ist, sondern dass das Lager es schafft, dieses Pleuel-Auge da unten, die Bohrung, leicht aufzuweiten. Mhm. Beim Block bin ich mir da noch relativ unsicher. Das heißt, muss ich kurz einmal unterbrechen, in dem Moment, wenn du das Pleuel, die Schale reinmachst, wird es tatsächlich größer. Dieses massive, harte, feste Pleuel. Zwar im Tausendstelbereich, aber da gibt es, ich muss mal gucken, ob ich da hier ein paar Ohren habe. So, hier so Marius und meine Traumwartungskiste fürs nächste Event. Mal schnell ein paar Lagerschalen dabei. Das sind nur Subaru-Lagerschalen. Nur die Farbe müssten wir natürlich ein bisschen anpassen. Weil das Ding wäre ja das erste Port zum Pulver. Ja, direkt erstmal orange machen. Ach stimmt, das ist ja orange. Egal, das ist das so. Machen wir, wenn wir bei den Pleuel sind, weil da kommen wir ja auch noch drauf. Okay, machen wir. So, Maß, Zapfen. Stärke Lager plus Differenzbohrung ergibt im Prinzip dann das Lagerspiel. Mhm. So, willst du verraten, was für ein Lagerspiel du fährst? Erstmal ist das ja dein Lagerspiel und nicht mein Lagerspiel, weil ich habe da keine Ahnung von. Ich kann es so kaputt machen am Ende und zusammenbauen. Okay, ja. Aber ich kann es nicht reparieren, wenn es kaputt ist. So ist es dein Lagerspiel. Da es ein Aluminiummotor ist, der sich bei Thermik ziemlich stark ausdehnen wird, werden wir das Lagerspiel relativ gering einstellen. 0,03 mm peile ich so an. Das Schöne ist, du hast mir hier verschiedene Lager mitgebracht mit verschiedenen Stärken. Gab es witzigerweise bei Audi, weil es gibt dann doch Motoren, die ähnlich sind. Die gibt es mit verschiedenen Farbkennungen und die werden dicker. Was kostet eine Lagerschale? Teuer. Sag mal. Ich meine 30 Euro. Okay. Eine Schale? Also ein Teil oder ein kompletter? Eine halbe. Eine halbe. Ja. Das heißt, das sind 60 Euro. Ja. Mathe-Genie. Das sind 120. Genau. Und schau mal hier rüber, wir haben die ausgemessen. Hier mit so einer kleinen Messung, das geht so. Die sieht auf jeden Fall gleich professionell aus. Ja, die ist nicht schlecht. So, funktioniert die Dackel kommen.
So haben wir die Stärke eben ausgemessen. Natürlich hier unten im Scheitelpunkt. Ist die Stärke überall gleich? Können wir das mal einmal kurz gucken? Nein, die ist nicht gleich. Ist nicht gleich, okay. So ein Lager hat immer so eine Zitronenspaltgeometrie. Das ist dafür da bei hohen Drehzahlen eben, die Kurbelwelle zu zentrieren. Mhm. Verstehst du das? Wenn hier sich quasi hier die runde Kurbelwelle drin ist und hier sich so ein Keil bildet, wird das automatisch zentriert. Das heißt, hier ist sie dünner? Ja. Okay, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass hier so ein bisschen Platz für zum Beispiel so ein Ölpolster oder ähnliches ist, ne? Dass genau. Sie dadurch sich immer zentriert. Okay, dann ist auch meine nächste Frage, die ich eigentlich hatte, selbst erklärend. Ich hätte gerne gefragt, ob du dir sicher sein kannst, dass überall das Spiel gleich ist. Weil es ja nicht, außer du legst jetzt überall Streifen rein oder sowas, nicht messbar ist. Ja. Ist sie aber dann für den Fall auch egal, wenn die links und rechts eh dünner ist. Ja, also rein erfahrungsmäßig kann sie ja einbauen und dann messen. Mhm. Wird das Spiel hier so auf ein Zehntel gehen und wir werden hier so 300stel fahren. Mhm. Okay. So, verschieden dicke Lager, was uns auf jeden Fall erleichtert, dann das korrekte Spiel auf jedem einzelnen Zapfen einzustellen. Wir werden es natürlich versuchen, mit der hohen Alle jetzt perfekt auf Maß zu holen, aber trotzdem ist es schön, dass wir das haben, denn falls ein Lager uns ein bisschen ausweitet oder so, können wir das damit kompensieren. Du sagtest ja, du willst auf 300stel Spiel. Die 300stel sind die oben und unten oder zusammen 300stel? Zusammen 300stel. Okay. Weil wir werden von Schale zu Schale 5000stel dicker. Genau. Okay, ja, dann können wir ja wirklich ziemlich feinfühlig das einstellen, weil ich dachte gerade, wenn die jetzt 500stel dicker sind, jede Schale so ungefähr. Nee, ist 5000stel dicker. 5000stel, okay, krass. Und das ist ziemlich cool gemacht. Kann man das so an Raumtemperatur überhaupt so genau messen? Jetzt liegen die Schalen hier schon die ganze Zeit im gleichen Gleichgewicht. Wir haben hier 24. Ich habe es auch noch nicht angefasst heute. Wir haben hier grundsätzlich hier die gleiche Temperatur, sowie auch die Gerätschaften und die Sachen. Deswegen kann man das auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall wieder eine Bitte an alle YouTube-Fans, die gerade zugucken. Bestimmt hat einer von euch irgendwann mal in einer Großserienfertigung so einen fetten Alu-Motor zusammengebaut und hat vielleicht eine Idee, was da in der Serie so an Spiel ist. Also wenn einer weiß, was ist jetzt egal, erstmal ob V8, V10, wie auch immer, würde mich mal interessieren, wirklich so ein Hochleistungs-Serienmotor, was die so bei einem Alu-Motor an Hauptlagerspiel haben. Die werden, einfach nur, damit wir mal was wissen. Die werden, also ich weiß das ja hier von unseren Subi-Motoren, die werden hier mit 200stel Millimeter, also sehr dünnem, sehr wenig Hauptlagergas ins Spiel. Und umso moderner der Motor wird, umso dünneres Öl, umso weniger. Ja, also die ganz neuen Motoren von diesem Subaru BRZ GT86, die fahren unter 200. Ich könnte mir aber irgendwie auch vorstellen, Boxermotor, da sich die Kräfte dann mehr ausgleichen und irgendwie gefühlt die Welle ruhiger da drin liegt, ne? Ist das irgendwie auch nochmal was anderes. Also was passiert denn, wenn du zu viel Spiel hast? Das Öl, der Öldruck, der quasi das Pleuellager versorgen soll, das geht da flöten. Ja. Müssen wir mal so zeigen, in dem Fall, das eigentliche Öl, was hier ans Pleuellager kommt, das Ding dreht sich ja die ganze Zeit so, muss ja irgendwie da hinkommen. So, und das Öl kommt über diese Bohrung aus dem Hauptlager. Also vom Block. Vom Block. Vom Block selber kommt das Öl quasi, so ist die Lagerschale hier drin, kommt das Öl so da durch und kommt dann hier, siehst du hier, Pleuellagerzapfen? Zum Pleuellager. Geht da so durch, kannst schön hier putzen. Wenn jetzt hier das Spiel zu groß ist, geht das Öl einfach an der Seite weg. Ja, okay. Also es geht immer an der Seite weg, aber je größer es ist, je mehr geht weg. So, übertrieben gesagt halt, ne? Deswegen ist das immer so eine Kombination aus Spiel, dem dicken Öl und so weiter. Man könnte jetzt wie du die Pumpe auslegst, was für ein Öl du fährst, wie der Einsatzbereich des Motors ist, das ist wieder man kann auch nicht sagen, ja, das Lagerspiel für den Kunden ist jetzt das Beste, was du fahren kannst. Okay, jetzt sind wir leicht ab, wie immer, vom Weg abgekommen. Doch haben wir kein Espresso getrunken. Kommt vielleicht noch, aber du hast jetzt die Zapfen ausgemessen. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dir schon mal angeguckt, welche Schalen es gibt. Genau, richtig. Und jetzt? Ja, jetzt kann ich dadurch ermitteln, was wir aus der Grundbohrung im Block am Ende, was wir dafür ein Maß haben wollen, damit wir auf unser Lagerspiel kommen. Mhm. Ne? So habe ich quasi jetzt errechnet, dass wir um 300stel Lagerspiel anzupeilen, eine genaue 70er Bohrung brauchen. Okay. Ich sehe hier einen zwischendrin, der 4000stel weniger hat. Ich sag mal ganz ehrlich, mit der Messuhr wahrscheinlich auch Messtoleranz. Ja. Ne? Also schon im 1000stel Bereich bei denen. Also schon sehr, sehr gleichmäßig. Ja, das ist
jeder normale Mensch würde hier schreiben 64, 95, fertig. Ja. Ich hätte hier schon aufgehört zu messen bei der 9. Das ist 64er, genau. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber. Und Motor haben wir heute schon aufgespannt. Okay, also wir fassen zusammen. Du willst am liebsten 670,00 Löcher da drin haben. Ja. Um dann mit den Lagerschalen im Tausendstelbereich wirklich überall nach Möglichkeit das gleiche Spiel zu kommen. Genau. Im Idealfall knallen wir da jetzt einmal durch und können einfach 12 normale gleiche Lagerschalen da reinstecken. Das wäre mein Traum. Ne? Die Jungs kennen ja mittlerweile schon deine Kurbelwellenseite hier unten von deinem Lambo-Block mit den speziellen Stehbolzen von. Die haben wir schon ein paar Mal. Pro Series. Ein paar Mal gezeigt, genau. Ja, und so. Da gab es ja Probleme. Die wurde ja geplant, dann wurde das bei Björn neu gespindelt und so. Und ihr seht jetzt, die Uhr zeigt 70 wäre 0. Wir sind jetzt 500stel vor Endmaß, relativ gleichmäßig. Allerdings haben wir hier einen leichten Versatz. Wenn ich jetzt so seitlich messe, sind es nur noch 300stel. Das heißt, das Ding ist nicht ganz rund. Hier, guck mal, sind wir schon fast bei nur noch einem 100stel vor Endmaß. Mhm. Das bedeutet, wir müssen jetzt gleich mit unserer schönen Hohnahle. Mit Dieter. Dieter, das ist Hohn-Dieter. Genau, mit Hohn-Dieter müssen wir hier mehr wegnehmen, wie hier an den Seiten. Hohn-Dieter ist eigentlich dafür ausgelegt, sowas zu können. Jetzt kommt noch die noch komplizierte Schwierigkeit, dass hier unten Stahl drin ist und hier oben Aluminium. Mhm. Jetzt kommen die ganz klugen Menschen wieder auf, unter den Kommentaren, dass das ja nicht gut funktionieren kann, weil die Hohnahle da drauf liegt und im Prinzip mehr Druck. Das kann man aber vernachlässigen. Also die Hohnahle hat vielleicht 4 Kilo oder so und der Druck, den die da drauf bringt, das ist... Jetzt muss man auch dazu sagen, wir blenden hier mal kurz eine Infokarte ein. Du hast ja deine eigentliche Hohnmaschine. Ja, richtig. Umgebaut, ja, zum Querhohner. Ja, genau. Mit diesem schönen Gestell hier. Wir blenden mal kurz das Video ein, wie du dieses Gestell schnell selber brauchst. Weil du wolltest das Ganze das nicht trocken durchhohen, nee, sondern wolltest halt passend dazu hier deine Schmierung mit ansetzen. Ne? Ja, also ihr seht hier, das ist eigentlich mal eine ganz normale Hohnmaschine. Hier ist der Hohnkopf, mit dem wir in die Zylinder normalerweise gehen. Mhm. Und das ist die Schmierung dafür. Jetzt werdet ihr gleich genauer sehen. Ich muss eine kurze Sache, jetzt eine Insider-Info bekannt geben, weil ich das gerade sehe und es so passend ist. Du hast so wunderschön diesen Hohnkopf mit dem Kabelbinder festgemacht. Ne? Ja. Und die Familie, die das Patent an dem Kabelbinder hält, von dem habe ich den Lambo aus erster Hand gekauft. Ich weiß, hast du mir schon mal erzählt. Lefnar heißen die. Geil. Wusste ich auch zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich das Auto vom Händler gekauft habe. War der billigste im Netz, hatte ultra viel gelaufen. Waren ja damals 140.000 Kilometer, war für ein Lambo extrem viel. Aber nachträglich, als ich dann so ein bisschen Bilder im Internet geguckt habe und so, so die typischen Spotted-Seiten und das alte Kennzeichen und so weiter, habe ich dann rausgefunden, dass tatsächlich der das Patent auf Kabelbinder... Ja, dann musst du auf jeden Fall irgendwie dir da eine Menge mit Kabelbinder festmachen, weil wir so... Alles. Ihnen zu danken. Okay, kleine Exkursion zum Thema Kabelbinder. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon erzählt haben, aber ich es irgendwie gefeiert habe. Es ist wirklich lustig. Ich habe sogar auch schon ein paar Leuten erzählt. Gut. So, jetzt wird bestimmt jeder das Ganze bei Google eingeben und man findet tatsächlich noch Bilder von dem unischwarzen Auto, wie der Nürnberger Münchner Raum damit unterwegs war. Du musst zu dem Typen fahren, wenn das Ding fertig ist. Ich habe ehrlich gesagt bis heute noch keinen Kontakt aufgenommen. Vielleicht auch, weil das Auto nicht fertig war. Aber wenn das Ding fertig ist, ist es auf jeden Fall... Das wäre mal ein Plan. Okay, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen, aber musst du kurz sein. Also, du hast hier umgebaut. Ja, wir haben hier ein bisschen Schmierung durch die Zylinder, hier mit diesem eleganten Leerrohr. Achso, ich dachte, das ist so eine Lichtleiste. Nee, das ist so ein Leerrohr, was dann kommt hier Öl durch und dann tropft das da schön rein oder spritzt richtig schön da rein. Soll ich mal anmachen? Warte, ich mach mal hier kurz an. Pass auf die Kamera auf, wir haben hier noch die... Da muss ich auch kurz was sagen. Sorry, dass in den manchen Videos so Bildfehler drin waren. Wir bzw. René merken natürlich die Bildfehler auch erst beim Schneiden danach. Mhm. Dann ist es halt leider zu spät. Ja, auf der Kamera wird nichts sagen, wurde es nicht angezeigt. Genau, wir können ja schlecht das Video dann löschen. Also falls mal sowas vorkommt, wir sind natürlich motiviert, fehlerfreie Videos zu liefern. Aber da wir ja mehrere Videos manchmal an einem Tag drehen und wir erst nach 3-4 Videos immer mitbekommen, dass die Kamera kaputt ist, und das kam bisher leider bei der Sony schon öfter vor, könnte es leider auch das eine oder andere Video geben, oder es kam jetzt schon, wo so Fehler drin waren. Ja. Aber die Kamera ist eingeschickt und ja, genau. Das hier ist jetzt schon gerade eine andere. Zweitkamera. Aber nur einen so kaputt machen. Pass auf, jetzt machen wir hier mal an. Vorsicht, das spritzt jetzt hier. Ich hoffe, das funktioniert. Und ihr seht,
da sucht das ordentlich raus und ballert genau auf die Hauptlagergasse. Das ist natürlich toll, dann läuft das hier nicht trocken und wir können, ich glaube, auch präziser die Hauptlagergasse am Ende durchholen, denn wenn man das trocken macht, dann nimmt es zu viel auf einmal. Das ist jetzt auch kein Kühlmittel, sondern richtiger Schmierstoff. Das ist Hohnöl. Richtiges genau. Hohnöl. Okay. Richtiges Hohnöl. Was ist das für? Weil ihr hattet ja schon den Ölexperten hier. Ja, tatsächlich. Also die haben mich auch gefragt, wo ich das herbeziehe. Und das ist halt von dem Hersteller Sun selber. Und ich glaube, die haben auch etwas davon. Ich kann es dir nicht sagen, was für ein Öl das ist. Riecht auf jeden Fall wie so ein typisches mineralisches Öl. Es riecht nicht gut, finde ich. Ja. Okay, dann jetzt also holen wir mal den Hohnliter. Gut, das ist Hohnliter. Hohnliter liegt hier. Hohnliter hat auf der Seite so Gleitschuhe und auf der anderen Seite, das sind die eigentlichen Schleifsteine. Diese Schleifsteine kann man hier hinten, warte, ich schiebe ihn mal rein. Sind ja nur 4 Kilo, kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Nee, ist wirklich nicht so schwer. Ist halt komplett Aluminium, das Ding. Da muss man ein bisschen mit Gefühl. Hier hinten kommt gleich so ein Werkzeug rein und so ein Haken und dann kann ich hier die Steine rein und rausfahren. Das ist hier der Haken. Hier hinten ist so eine Drehvorrichtung drin. Damit ziehe ich rein und raus. Das ist jetzt gerade auch nur für einen Durchmesser, ne? Das ist nur von 68 bis 73, irgendwie so ein ganz wenig nur. Ja. Erstmal hat auch kein Subaru, deswegen. Warte mal, hier müssen wir erstmal richtig einstellen, dass das Ding reinpasst. Genau jetzt. So. Jetzt sichern wir. Was, Subaru passt nicht? Nee, vielleicht bei dem FA-Motor, das ist ein anderer Motor, aber leider. V6? wahrscheinlich, oder? Was hat der für einen Hauptlader? Weiß ich auch nicht. Aber was cool ist, passt hier M3 von Luke. Ah, siehst du, dann. M3 E92. Ich mach mein schlechtes Gewissen ja doch nicht mehr so gut. Doch, ich stell dir das Ding in Rechnung. Was, E92 M3? Ja. Okay, das ist aber natürlich, die Dinger sind ja bekannt für Lagerschäden. Ja, das ist, habe ich mich dann auch drüber gefreut. Ist ja, Lagerschäden ist da ja so normal wie ein Kerzenwechsel so ungefähr, ne? Das ist heftig. Wie ich immer höre, ja, ich habe jetzt gelaufen, muss jetzt erstmal Lagerschein tauschen. Plus Alumotor. Ja, ja. Das heißt, da wäre wahrscheinlich auch cool sogar so eine Revisionsmöglichkeit. Ja. Kannst du bei so einem Motor, auch wenn es jetzt gerade off-topic ist, theoretisch, angenommen, der hat einen Fresser in der Hauptlager, auch da bei dem Serienmotor die einzelnen Lagerdeckel runterfräsen, dass das Loch kleiner wird und dann wieder aufholen? Geht das bei Serienböcken theoretisch? Ach, du meinst, dass wir die... Warte mal, ich kann dir, glaube ich, gerade nicht folgen. Das meinst die, angenommen, ich bringe dir einen M3-Motor, der ist kaputt. Der liegt hier. Der hat einen Hauptlagerschaden gehabt. Können wir uns hier angucken. So. M3-Motor, Hauptlagerschaden. So, wie, guck mal, wie die Hauptlager wieder aussehen. M3-Motor. So, genau. Alle immer kaputt. Kannst du die, in dem Fall ist jetzt ein bisschen komplexer, weil es auch eine komplette Platte ist, könntest du jetzt auch die genau runterfräsen und wieder neu die Gasse gestalten? Geht. Ja, das da genauso würde ich es machen. Das ist ja entspannt. Also ich könnte hier auf der CNC, würde ich da schön sauber drüber planen und dann würde ich die Hauptlagergasse neu schießen. Musst du auch hier nur ein 500er runter planen oder so. Guck mal, wie schön die Kurbelwelle. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er so eine kompakte Kurbelwelle hat. Das ist leider die. Aber guck mal, wie geil die Kurbelwelle aussieht. Die ist echt gut gemacht, auch mit hier den mit dem Überständen und so. Das sieht schon filigraner aus. Wenn du das, vergleich mal die Kurbelwelle zu deiner Lambo-Kurbelwelle. Bis auf. Aber das ist halt typische. Die Jungs von BMW haben sich echt Kopf gemacht. Jetzt ist deine schon bearbeitet, ne? Sie sieht, also ich sag mal so, die sieht auf jeden Fall so, die sieht deutlich. Ich sag jetzt mal vorsichtig dynamischer aus, so, ne? Weißt ja, du, so? Mit den Überständen hier und so, das ist schon schick gemacht. Was meinst du mit Überstand? Hier, wie das Gewicht hier und so, die ist sehr kompakt gebaut. Mhm. Plus, bei dieser Split-Pin-Welle ist halt auch immer das Problem, dass logischerweise die Hälfte des Lagers im leeren Raum steht. Ja. Es läuft zwar in dem Moment das andere Pleuel daneben lang, aber trotzdem hast du hier natürlich deutlich mehr Spritzverluste vom Öl, als wenn beide direkt nebeneinander sitzen. Ne? Genau, und vor allem die dynamische Kraft, die auf dieser, wenn die abbrechen, brechen die dann immer hier. Ne? Jetzt muss ich allerdings zu VW Audi Lambos Verteidigung sagen, der Nachfolger hiervon hat dann auch schon eine durchgehende Welle, also hat kein Split Pin mehr. Vielleicht überzeugt dich die mehr. Ja, alles gut. Okay, also BMW-Motoren können ab sofort auch gerettet werden. Jo. Hier rein. So.
Ja, jetzt drehe ich das Ding aber nicht hier per Hand in deiner Hauptlagergasse, bis wir auf Mars sind, sondern dafür gibt es hier den, wie heißt der, wenn das Dieter ist? Horst. Horst, das ist der Horst von Fein, der feine Horst. Ja, wird damit angetrieben und hiermit wird zugestellt. Wenn ich jetzt hier drehe, seht ihr, wird das immer schwerer. Jetzt kannst du es, versuch's mal. Das heißt, in dem Fall, jetzt gucken wir gerade falsch hier, die Steine kommen raus auf der Unterseite, ne? Darf ich das jetzt so drehen, oder zerkratze ich das? Ja, warte, ich mach mal ein bisschen weg. So, jetzt. Und wenn du jetzt hier dran mal drehst, dreh mal dran, dann siehst du, dass die hier rausfahren. Dreh ruhig, schnell. Jetzt ist der Block gleich platzt. Ja. Hast du drauf? Zu viel Kraft hast du nicht. Sehr gut. Und jetzt versuchen wir jetzt, dreh weiter. Also hast du schon gelöst, okay. Super. Okay, wenn du sagst, ich darf da drehen, dann. Ja. Okay, jetzt ist fest. Kraftschluss. Ja. Natürlich auch mega viel Grip mit den Steinen auf dem Alu. Also für Leute, die jetzt da fragwürdig sind, ob das funktioniert, das wird seit Jahrzehnten oder seit 50 Jahren in Amerika so gemacht. Jeder V8-Block wird so gemacht. Und wenn einer V8 machen kann, dann sind da die verrückten Amis da, denn das ist, glaube ich, deren Hobbys, Motoren zu regulieren. Du musst das aber jetzt auf jeden Fall gleich auch, so wie im letzten Björn-Video, wo wir sowas auch schon mal gemacht haben, so Rambo-mäßig machen. Wenn du den Ding hier gleich so stehst, musst du so richtig... Eigentlich müssen wir dir hier noch so ein Stirnband ummachen, noch ein bisschen Gesicht anmalen oder doch den Touristen hier. So ist definitiv ist die Welt wieder in Ordnung. Gut, Spaß beiseite. Lass mal, wir tasten uns jetzt ganz langsam an. Wir nehmen erstmal ein bisschen hier zu, lass mal Test laufen, schauen, wie das da rausnimmt und dann schauen wir mal. Kann jetzt aber nicht passieren, dass du zweimal durchziehst, oh scheiße, nicht 70,00, sondern wir haben schon 70,02. Ist nicht der Plan. Also das hatte jetzt bei dem einen Block nicht so schnell. Meinst du, wir können gleich was sehen, dass er nicht leicht kreisrund trägt, sondern dass man wirklich sieht, die Stellen, die jetzt gerade enger waren? Das würde mich auch mal interessieren. Okay. Aber ich denke, dass der Schliff überall zu sehen wird in der Oberfläche. Gut, jetzt ist lose. Machen wir ein bisschen Druck drauf. Er sieht auf jeden Fall so aus, als wenn du schon ein paar Mal gemacht hast. Ich wollte eigentlich noch einen anderen Block, habe ich aber wirklich nicht gemacht. Also ich habe deinen Testblock getestet und dann war cool. Ja, ich bin es gewohnt, dass an meinen Motoren getestet wird, deswegen habe ich auch keine Probleme. Wirklich nicht. So, machen wir jetzt erstmal hier Party. So, ballert es da schön rein. Jetzt kann man ja nochmal spritzig zeigen damit. Ja, ich muss das Ding auch gut festhalten. Ne? Also, ich merke, jetzt ist hier kaum Widerstand. Wir drehen jetzt erstmal ein bisschen zu, dass der da was rausnimmt. Dafür sollte man noch zudrehen. Ich wollte gerade sagen, Ja, aber ich habe die linke Hand. Zwei davon. Ja. Woher weißt du jetzt, mit welcher Drehzahl du das machst? Oder mit welchem Vorschub? Aber ich sehe, das Ding hat so einen Gang. Ja. Also das ist ja egal. Wir brauchen bei dem ja nicht wie im Zylinder einen genauen hohen Schliff, sondern halt den Kreuzschliff. Wir müssen ja einfach nur auf Mars kommen. Ich will nur nicht zu viel machen, ich will ja zu wenig nehmen. Das Ölplätschern hat was Beruhigendes, ne? Ja. Gut. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob wir da schon was rausgenommen haben oder nicht. Deswegen messen wir das mal, ne? Ja. So, das ist natürlich die übelste Sauerei. Ich hatte mir nämlich eben noch gesagt, wir machen im Idealfall hier nämlich so Pappe hin. Hab ich vergessen. So. Kannst du nicht da wie so ein Filmer von hier ist viel cooler. Kannst du da nicht wie so ein Abzieher dran bauen? Von der anderen Seite, guck mal, hier kannst du jetzt ja schon messen. So, reicht schon. Nein. Man sieht mal doch, wie ich gesagt habe. Ja? Also man sieht den schönen den Kreuzschliff. Ne? Also hier sieht man definitiv, dass genommen wurde und wurde. Ja, für dich zumindest. Muss man gleich mal gucken. So, schauen wir mal hier rein. Ja, 100 Millimeter. Das haben wir ihn verarscht. Komm, verarschen. Fuck! Der hat komplett rausgenommen.
Guck. Neuer Motor. Nee, Spaß. Wir haben jetzt 110 mm hier. Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe was vorbereitet, wir haben die Billet-Datei fertig. Wir können gleich anfangen zu fräsen. Guck mal hier. Wir haben nur 100 rausgenommen, also total tiefenentspannt. Das sind jetzt 400 vor einem Maß. Eben waren wir hier bei 500. Mhm. Cool, ne? Mhm. Mhm. So, hier sind wir bei 100. Das heißt, der hat hier nicht rausgenommen. Mhm. Da, wo es schon weniger war, hat er nicht rausgenommen. Das heißt, so funktioniert ja. Weil wir das ja einmal auswischen, ja, ne? Mach doch. Guck mal rein. Sieht schon schön aus. So. Sind alle fertig? Sind alle fertig, okay. Ja. Das heißt, haben alle genau 70? Die sind jetzt genau 70. 70, 0. Richtig. Also wenn du jetzt hier da die Uhr reinhältst, guck mal, 0 ist 70. Genau, perfekt. Und? Also es gibt ja einmal die Sache, theoretisch das Lagerspiel errechnen, aber ich werde es reinlegen und dann nochmal messen, nochmal final. Okay, das heißt Schalen rein, nochmal zusammenbauen, zusammenziehen und so weiter. Aber rein theoretisch gesehen haben wir jetzt da, das Loch ist genau 70, das minus die Dicken der beiden Lagerschalen. Mhm. Oder andersrum gerechnet, wir haben den Zapfen, der da ganz vorne im Block drin ist, der 64,958 mm hat, plus, wenn wir jetzt die Lagerschale nehmen, die dünnste, ja. 2,510, plus die andere, das ist die Unter- und Oberseite, ne? Die sind interessanterweise 5000stel Millimeter unterschiedlich. Die könnten Sie jetzt aber auch quer kombinieren? Ja. Sind wir bei dem Maß. Minus die 70 haben wir ein Lagerspiel von knapp 300 mm. Mhm. Okay. Hast du das schon mal gehabt, dass die unterschiedlich dick sind? Nein. Kann natürlich auch wieder was damit tun mit Alu und Stahl, ne? Ja, also hab ich mir dann auch gedacht, dass das daran liegen wird. Macht das denn Sinn? Lass mal kurz überlegen. Die Seite, die Stahl ist, das ist die obere definitiv? Mhm. Nee, das ist die obere. Das macht sogar Sinn. Guck mal, das ist ja definitiv die obere, wo das Öl rauskommt. Hier kommt das Öl raus, genau. Die ist dicker. Mhm. Könnte ein Grund sein, dass die Ingenieure sich da gedacht haben, dass wir besser einen Ölfilm, um 5000stel Millimeter, ne? Besser den Ölfilm, wenn Öl da reinkommt, sich aufbaut und sich dann natürlich auch in die untere Lagerschale reinzieht. Ne? Dafür ist ja auch hier diese Schmiernot geeignet. Aber untereinander tauschen würdest du jetzt nicht, dass man die und die nimmt. Doch, kannst du. Also wenn es das, um das Lagerspiel anzupassen, könnte man das machen. Okay. Ja, also ich, genau genommen, müsste es ja, wenn wir jetzt so und so hinlegen, dann hätten wir jetzt hier einen Versatz von 5000stel Millimeter. Mhm. Der macht aber da nichts, wenn wir da je 300stel Lagerspiel haben. Ja, weil wir da eh so viel haben, links, rechts, ne? Ja. Und da mal hier unten ist 300stel, da oben wird es hier 800stel sein. Okay. Ja. Das heißt, theoretisch hätten wir sogar noch ein bisschen Potenzial, größer zu werden. Ja. Weil das immer wieder runterdrosseln kannst. Genau. Sagen, ne? Ich glaube, es gibt auch noch, das sind jetzt Originallagerscheine von irgendwelchen Zubehörlieferanten, irgendwelche anderen Lagerscheinen, anderen Dicken. Hast du Dackel schon gefilmt? Noch nicht, aber da wir eh gleich nochmal ein Espresso trinken, können wir vielleicht nochmal ganz am Ende einmal kurz. Ja, Dackel. Deine beiden. Alle lieben Dackel. Deine beiden. Wie viel ist es? Zwei oder drei? Zwei. Zwei. Einmal Luti und Peanut. Durchs Video huschen lassen und wir können erst. Wem gehört der Große mit Bart? Von meinen Eltern. Okay. Gefällt dir das nächste Video damit anfangen lassen. Ja, gute Idee. Du musst mir auf jeden Fall mitteilen, welche Lagerschalen ich besorgen muss. Ja, mach ich. Ich vermute. Ja, wir werden hier wahrscheinlich mit den gelben, also roten. Ja. Die sind ja hier farblich gekennzeichnet. Ja. Mit den roten Lagerschalen werden wir wahrscheinlich gut hinkommen im Idealfall. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wieder was gelernt, hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector.